glaube mal, wenn du ihn anschießt, dann rennt er nur weg. Nochmal Golem. Yay. Ich wollte dir fast sagen, du bist nicht stark genug, um die mit einem Schlag zu töten. Ja, ich weiß. Ah, oh, zwei Schläge. Von der Stelle greif nicht an. Falls du die jetzt nur mit Farbenbogen töten wolltest. Ja, ich weiß, dass du nicht angreifen musst, okay, von der Stelle. Gut. Hätte er sein können. Ich habe schon an den ein bisschen gefarmt. Okay. Boah, die sind richtig assi. Nur im Nahkampf. Also mit dem Schild sind die ziemlich... Also wow. Was war denn das, bitteschön? Ich finde es interessant, dass in diesem Spiel alle großen Schilde automatisch sehr starke Magieabwehr haben. Ja. Hätte ich nicht gemacht. So großen Steingolem zum Beispiel würde ich eine Schwäche gegen Magie geben. Und vor allem eine Schwäche gegenüber Blitz und Feuer. Besonders Feuer. Okay, Blitz und Feuer eigentlich gleichwertig. Eine Statue. Und noch schön. Von einem coolen Typen. Ja. Mit einem coolen Speer. Ohrenstein. Dämon, Titanit. Brauchen wir, glaube ich. Noch nicht. Nee, ja, brauchen wir. Nachher vielleicht, wenn wir uns die. Du rennst komisch. Ja, ich renne komisch, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Das kann man auch nur machen, weil man weiß, dass keine Gegner da sind. Beim ersten Mal hier lang gegangen, ich war immer jede, um jede Ecke dreimal geguckt. Kommt da jetzt was? Kommt da jetzt was? Ist da jetzt wer? Ein Leuchtfeuer, das. Die Erlösung. Erfolg, eine Person! Cool! Was soll ich tun? Sprich sie an. Sie ist cool. Hello. You are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor London. Verlorene Stadt. If you seek Lord Green's old key, exit here. Head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Okay. Geht das? Okay, wir haben keine. Warum haben wir keine? Wir hätten schon zwei mehr haben können. Ja. Wir überlegen gerade, wo die beiden sind. Eine ist in Schandstadt. Die haben wir nicht. Und die andere. Ne, wir konnten die Geister. Können ja die Geister. Doch, die Geister könnten wir halt theoretisch auch schon. Ja. Ja, bei den Geistern auch. Das ist die zweite. So, jetzt aufsteigen und was? Ja. Such dir auch was. Wir müssen das Ding noch irgendwie auf 50 kriegen oder so. Oh, 45 oder so reicht. Guck mal, was passiert, wenn eine Zauberei eins hochsetzt. Oh, Zauberei. Genau, das sollte ich machen. Auf jeden Fall. Und Rest kannst du ja aussuchen. Stärke ist nicht so wichtig, würde ich behaupten. Aber Beweglichkeit, Kondition, Vitalität, irgendwas davon. Kondition, würde ich sagen. Ja, ist eine weise Entscheidung. Weil ich schon einen wegnehmen würde und vielleicht sogar einen noch auf Kondition oder Vitalität sogar setzen würde. Kannst du machen. Also, mir ist das eins. Ja, das passt besser. So, jetzt können wir gucken. Ob wir uns endlich mal eine Hose anziehen können. 13,6 mal 4. Scheiß drauf, versuch's einfach. Ich hab keine Lust zu rechnen. Ja, müsste passen. Nee, passt nicht. Nee, ich kann verdammt. Dann zieh die andere Hose an, die wir da haben. Das sollte passen, die Zauberstiefel. Ja. Ja, wenigstens rennt man hier nicht wieder nackt rum. Das war ja ekelhaft. Wer will denn sowas sehen? Geh nochmal zurück ans Leuchtfeuer.
Wir haben noch Rüstungs Bausatz Kit Dingens mitgenommen, oder? Vom Schmied. Ja. Dann gehen wir auf Rüstung verstärken. Nicht Waffen. So, reparieren. Was macht der da? Dann können wir unsere schmutzige Robe mal verbessern. Nee, nee, nee. Rüstung reparieren? Genau. Schmutzige Robe. Ja, auch plus 2 oder 3. Ne, 3 wählen. Genau. Ah, so. Oh, guck mal, geht gleich weiter hier. Das ist gut. Gleich auf plus 5. Und auf plus 6 geht auch noch. Und auf plus 7, da brauchen wir Brocken, geht auch noch. Oh, geht auch noch. Sehr gut. Ja gut, sehr gut. Gleich plus 9, das ist ja perfekt. Ist egal, gleich. Jetzt brauchen wir nur noch graue Scholle. Wow. Wahnsinn. Gut, schmutzige Grube schon mal fast abgeschlossen. Ja. Geht kaum besser. Geh mal auf Waffe verstärken. Ich würde gerne mal sehen, was war. Achso, ja, siehst du, da kannst du. Geh mal auf Zauberei ein Stück. Kannst noch einen Seelenfall mit rein ausrüsten. Oder Kamel, weil Kamel ja einfach cool ist. Einfach nur aus Spielerei. Genau. Weil wir nichts Besseres haben. Genau. So, was war da? War schon. Waffe verstärken, genau. Ist egal, nicht so wichtig. Ich werde nur gucken. Drück Start. Es geht mir nur darum, um zu sehen, ob die Waffen plus 5 sind. Ah, das ist krass, das ist gar nicht plus 5. Okay. Ja, okay. Bei Gelegenheit. Ja, wir brauchen wieder kleine Scherben. Ja, genauso wie wir eine neue Glut brauchen. Damit wir Waffen plus 10 bringen können. Ja, Riesenblut war das, oder? Genau. Ist ein Teil der Riesen? Nein, die Nicht. Ist. Müssen wir Capra, die wir hier den Ziegendämon töten. Wollen wir jetzt Lautversion und machen wir Capra Demon danach? Würde ich sagen, ja. Lord Vessel. The Vessel of the Lord. Dum 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 dum. Hey, was haben wir denn da? Ein ganz normaler Gegner, war das nicht vorher ein Boss? LOL! Ich dachte, das wäre jetzt richtig reinhauen. Ich dachte fast, als wäre es Ende. So viel Schaden macht er, glaube ich, gar nicht. Weiß ich nicht. War mal schließlich ein Boss. Ja. Geh mal links runter. Beziehungsweise geh da runter und geh unten links durch. Hier, glaube ich, kann man was liegen. Da irgendwas Besonderes macht. Hä? Kann sein, dass da irgendwas ist. Da hängt das in der Truhe. Ja, das weiß ich. Das auch. Lag da bei dir mal ein Item rum? Oder was meinst du? Ich weiß es nicht. Nee, also nicht, dass... Ich denke, dass da mal... Ich glaube, ich habe irgendwas mal was gesehen, dass da mal was liegen konnte oder so. Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich, ja. Versuch's mit oben. Geht klar. Dann machen wir das mal. Darf ich mich nicht dusselig anstellen? Besonders bei dem Durchgang jetzt. Der ist, die Kameraführung ist so ekelhaft. Gerade hier, wenn sie anfängt in den Zwischenräumen zu spacken. Mm. Ganz vorsichtig. Und jetzt rennen. Runterfallen. Bisschen. Ach, da kann man auch ganz normal rüber. Ich dachte, man müsste rollen. Ich wollte eigentlich auch rollen. Ha, gut. Wurfmesser. Haufen Schaden. Ah, Erik tot. Obligatorisches Haha. Mann, ich mach mit meinem scheiß Dolch keinen Schaden. Deren Schwert ist übrigens extrem cool. Ach ja, du machst mehr Schaden, wenn du parierst und backstabst. Ich glaube, das weißt du. Ah, das weiß ich ja. Aber wie will ich die Scheiße parieren? Die sind so verfickt schnell. Ich glaube, wenn man die Viecher parieren kann, kann man jeden parieren. Vorausgesetzt, man
hat die oft genug gekämpft eigentlich. Weil die sind wirklich so Paradebeispiel für schweres Parieren. Weil die einfach schnell sind. Zum Glück haben die keine Haltung. Einfach drauf einstechen. Bis zum Erbrechen. Chamäleon und dann hoffen, dass er dich nicht sieht. Und ihr habt zum Glück wenig Leben. Bäm! Eigentlich sind die voll billig. So häufig wie die eigentlich Wurfmesser droppen, wundert mich, dass von beiden noch keiner was gedroppt hat. Weißt du, worauf ich mich freue? Auf die beiden Bogenschützen. Wo? Auf dem nächsten Weg nach oben. Oh, ja, danke. Bitte? Ich sag doch, der Arkenweg wird extrem assi. So langsam macht Spaß. Selbst Lukas lacht. Ich habe übrigens mal überlegt, wie wir das noch machen können, mit dem, damit die beiden Stimmen anständig reinkommen. Du könntest rübergehen, wir können In-Home-Stream anmachen. Dann könnte es auch funktionieren. Theoretisch. Ja. So, waren ja nur 3000, fast 4000. Ach, scheiß drauf, ich renn jetzt hier hoch. Ah, Kamera! Ah. Lass mich raten, du wolltest schon wieder rollen? Ja. Guten Tag, der Herr, wie geht es Ihnen? Ach so. Siehst mich nicht. Wow. Das sah gerade richtig gut aus. Ja. 3, 2, 1 tot. Also du. Ja, ganz wahrscheinlich. Ach, halt dein Maul. Du kannst übrigens auch einen großen Pfeil nutzen, dann könnt ihr mit einem Schlag tot sein. Genau. Prima Idee. Ja, Spaß. Und gegen den nächsten Gargoyle kannst du ruhig die Seen Speere verwenden. Weil wir danach so wie, weil ich danach sowieso eher zum Leuchtfeuer gehen würde. Das, was da so unten rumdümpelt. Wir brauchen dann Pfeile. Wird er es diesmal besser hinkriegen? Wofür brauchen wir Pfeile?